So, wir haben hier zwei schöne Röhrenpilze, die erst einmal mit einer roten Röhrenmündung auffallen. Könnte man denken, das ist das Gleiche, ist es aber nicht. Denn wenn wir jetzt rumdrehen, haben wir bei diesem Exemplar einen aschgrauen, also grau-weißen Hut und hier so schön Schokoladen- oder Kastanienbraun. Hier sieht man schon, dass es zwei Arten sind. Hier ist es der giftige Satansröhrling, der auf Kalkböden zu finden ist. Und hier ist es der essbare, flockenstielige Hexenröhrling. Röhrenpilze, wie vorhin gesagt, alles, was Schwamm drunter hat, ist nicht tödlich giftig. So, welche sind denn aber giftig? Hier haben wir zum Beispiel einen berüchtigten Röhrengiftpilz, der Satanspilz. Aber auch er hat in jüngerer Zeit keinen dokumentierten Todesfall hervorgerufen, aber trotzdem sollte man ihn kennen. Er hat einen hellen, aschgrauen Hut, im Jugendzustand ist er fast weiß und drehen wir bitte rum, einen sehr dicken Stiel und wunderschöne rote Röhren. So wie auch zum Beispiel der Hexenröhrling, der flockenstielige, ebenfalls Röhren hat. Beide laufen blau an, wenn man sie anschnitt. Er hat auch eine blaue Färbung, aber wenn auch schwächer wie der Hexenröhrling. Aber man sieht hier vor allen Dingen an der Röhrenschicht, wo die aufhört, ins Hutfleisch übergeht, eine deutliche blaue Färbung. Also ist es dennoch relativ schwierig, den Hexenröhrling von dem Satansbild zu unterscheiden. Am Stiel sollte eigentlich ein rotes Netz sein, aber das rote Netz, das ist abgewischt durch Finger. Man könnte fast denken, es sind auch Flöckchen. Wenn man jetzt diesen Hexenröhrling sieht, ja, so er hat Flocken und dann könnte manche wieder denken, sieht fast wie ein Netz aus. Aber das sind Flocken, deutliche Flocken. Also ist hier das sicherste Erkennungsmerkmal dieser aschgraue Hut. Zeig nochmal. So, hier haben wir sie nochmal im Vergleich. Die Hutfarbe des Satansbilds und die Hutfarbe des flockenstieligen Hexenröhrlings. Wer sich hier nicht sicher fühlt, kann alle rotröhrigen und rotporigen Röhrlinge meiden. Also könnte man sagen, alles was grünliche, gelbliche oder weißliche Röhren hat und nicht bitter schmeckt, könnte man essen. Es sind wurzelnde Bitterröhrlinge, die bitter schmecken. Es ist der Gallenröhrling, der bitter schmeckt. Es ist der Schönfußröhrling, der bitter schmeckt, der diesem ähnlich sieht. Ja, aber alles, was gelblich, grünlich oder weißliche Röhren hat und nicht bitter schmeckt, ist essbar. Ein weiteres sicheres Erkennungsmerkmal zwischen Unterschied Steinpilz und Gallenröhrling, jetzt sieht man nochmal schön bei den Jugendlichen, die weißlichen Röhren, ja, die rosa, schmutzig rosa rötlichen beim Gallenröhrling und die grünlich-gelben beim fortgeschrittenen Alter des Steinpilzes. An der Stielspitze hat ein Steinpilz ein zartes, feines, weißes Netz, was ja kaum zu erkennen ist. Ja, während der Gallenröhrling, das sieht man schön, ein deutlich braunes Netz hat. Und das ist das sicherste Erkennungsmerkmal. Auch im Jugendzustand, wenn die Röhren vom Gallenröhrling noch fast weiß sind, ist dieses braune Netz wunderschön zu erkennen. Und das ist ein sicheres Erkennungsmerkmal. Im Zweifelsfall könnte man auch kosten. Kostet man eine Ecke? Und merkst du, wird bitter? Bitter. Auf jeden Fall.